Hallihallöchen, ihr Lieben. Willkommen zurück. Zurück zu, wie auch immer, Geheimakte Tunguska. So, in der letzten Folge, da sind wir jetzt hier in, soweit Nina, glaube ich, urteilte, in der Antarktis angekommen. Und ja, wir haben jetzt hier so einige Aufgaben. Wir haben hier einen Eislauf, ein Eisloch, das wir noch aufbekommen müssen. Wir haben hier auch noch eine Harpune, die wir irgendwann benutzen müssen. Wir haben hier ein Fass mit Waltran, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt schauen wir mal, haben wir hier noch was? Ah, eine Jacke. Das könnte eventuell hilfreich sein. Die Jacke ist völlig steif gefroren. Aber in der Seitentasche scheint noch was zu sein. Ah, einen Flachmann. Wodka wird wohl kaum welcher drin sein. Aber bei der Kälte würde ich mich auch mit Whisky zufrieden geben. Wenn ich nur diesen verdammten Korken aus der Flasche kriegen würde. Okay. Können wir den nicht rauspömpeln? Nein, leider nicht. Vielleicht mit Silikon so ein bisschen oder dem Gewindeschrauber. Das funktioniert leider auch nicht. So, meine Lieben. Ich habe eure Kommentare auch unter anderem gelesen und habe dadurch auch ein paar interessante Tipps bekommen. Zum Beispiel, dass ich doch versuchen könnte, ich glaube, ich habe das schon versucht gehabt, aber wir können es gerne nochmal machen, den Pömpel auf dem Brutkasten und dann mit dem Gewindeschneider dort agieren. Ich glaube, ich hatte das schon gemacht, ja, und das hat nicht funktioniert. Dementsprechend ist das nicht das Rätsel-Lösung. Aber ich hatte auch noch, einmal mit Angel funktioniert leider auch in diesem Sinne nicht. Aber keine Sorge, wir haben noch ein paar Möglichkeiten. Ich hatte auch noch einen Tipp bekommen, dass ich ja das Schild ein kleines Loch hinterlassen hat und ich da mal schauen soll. Aber ich hatte selbst noch eine Idee und zwar, ja, ich wusste es. Ich wusste, dass wir da noch nicht fertig geangelt haben. Dafür brauchen wir dann wahrscheinlich wirklich jetzt die Angel einfach nochmal. Ja, ich sollte nicht immer so vorschnell sein. Ich sollte es immer mehrmals versuchen. Das wäre eine gute Idee. So, was haben wir denn da? Frotti-Bettwäsche. Ein ganzer Stapel. Was auch immer ich damit anfangen soll. Hm. Okay. Das, sagt mir jetzt persönlich nichts, aber wird schon. Von daher, ich gehe jetzt erst einmal zu dem Pinguin. Denn dem müssen wir, denke ich mal, sein Ei bringen. Genau, und dieses Loch hier war gemeint. Da steckte das Schild drin. Und das habe ich nicht gesehen. Und da meinte man zu mir, ja, wir könnten es ja mal mit etwas Sprengkraft versuchen. Ich glaube, ich hatte das auch im letzten Part so ein bisschen angesprochen oder schon mal meine eigenen Gedanken dazu versucht, in Worte zu fassen. Wow, was für eine Explosion. Scheint sogar eine kleine Lawine ausgelöst zu haben. Den Pinguin hat das aber nicht wirklich aus der Ruhe bringen können. Man, können wir eigentlich zu dem hingehen oder was passiert dann? Hallo? Der Pinguin scheint auf irgendwas zu sitzen. Ja, okay, der rührt sich überhaupt nicht. So, ja, ich wollte ja auch irgendwie da runterkommen und ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich die Möglichkeit, dort runterzukommen. Jawohl, nice. Wir haben uns hier so einen kleinen Weg runtergefräst. So, jetzt können wir auch den toten Mann endlich untersuchen. Ich weiß, dass Leichenfleddern nicht die feine englische Art ist. Aber ich kann nichts mehr für ihn tun. Er hingegen könnte mir vielleicht noch helfen. Was haben wir denn da bekommen? Ein Amulett. Das Amulett stellt in etwas abstrakter Art und Weise einen Kopf dar. Obendrauf steckt ein großer Diamant. Sieht sehr alt aus. Und wenn der Diamant echt ist, dürfte es ein Vermögen wert sein. Und natürlich wissen wir jetzt auch sofort direkt, wofür wir das Amulett gebrauchen können. Denn Diamant, ne? Ich hatte ja erst in der letzten Folge darüber geredet, dass wir so einen Diamantschneider benötigen oder so einen Glasschneider. Und da ist ein Diamant auf jeden Fall Gold wert. Ein Feuerzeug haben wir auch noch. Ein Benzinfeuerzeug. Leider kein Benzin mehr drin. Das ist denkbar schlecht. Vielleicht können wir den Flachmann da so reinkippeln. Aber das funktioniert leider nicht, da wir den nicht in den Kork bekommen. Ein paar rausgerissene Seiten. Sie sind überschrieben mit Forschungstagebuch von Nicole Charleroi. Ich glaube zwar nicht, dass mir diese Informationen in meiner derzeitigen Lage weiterhelfen werden, aber zumindest verstehe ich so vielleicht die Zusammenhänge besser. Tagebuch, 27.03.2000. Mit der Unterstützung von Massimo habe ich nun endlich die ausreichenden Mittel, um meine Forschungen zu intensivieren. Und die ersten Erfolge stellen sich bereits ein. Apropos Massimo, endlich jemand, der an mich und meine Arbeit glaubt. Er ist nicht wie diese Idioten in Paris. Er hat dieselben Visionen wie ich. Das ist dann wahrscheinlich auch immer der unbekannte Dritte, der dort immer am Telefon sitzt und versucht, alles zu managen, uns zu töten und so weiter und so fort. 22.04. Ich habe einige Unterlagen gefunden, über 50 Jahre alt.
Ein Wissenschaftler erklärte darin seine Theorie: Nehmen Sie die Wellen unserer Radiosender. Sie sind auf den Straßen, in unseren Wohnungen, überall um uns herum. Doch wir sehen und wir fühlen sie nicht. Erst wenn wir ein Radio einschalten und die richtige Frequenz einstellen, hören wir plötzlich, dass da Nachrichtensendungen oder Orchesterstücke sind. In gleicher Weise wird es möglich sein, Gedanken unbemerkt in das menschliche Gehirn zu bringen. Man muss nur die richtige Frequenz finden. Jetzt wissen wir auch eventuell, was die hier tatsächlich vorhaben. Die versuchen, eine Maschine zu erstellen, wo sie dann Frequenzen an das menschliche Gehirn senden, damit die dann wahrscheinlich tun, was sie wollen. Meine anfängliche Euphorie ist etwas gedämpft. Unser Schwerpunkt liegt immer noch auf der Grundlagenforschung. Dabei wollte ich schon viel weiter sein. Immer noch keine konkreten Ergebnisse in Sicht. Aber zum Glück bleibt Massimo ruhig und fördert das Projekt weiter. Er wird es nicht bereuen. In den letzten Wochen zeigten unsere Versuche, dass der Energiemeter fehlerfrei funktioniert. Mir ist zwar bewusst, dass wir noch lange nicht am Ziel sind, aber eine Etappe ist nun geschafft. Massimo hat heute die Anlage zum ersten Mal besucht. Er ist sichtlich beeindruckt von unseren Ergebnissen und sichert weitere Mittel zu. Heute sind die ersten erfolgreichen Testreihen beendet worden. Zwar zeigten die Versuchstiere nur leichte reflexartige Motorikstörungen, aber damit ist der Anfang gemacht. Wir kommen nicht voran. Es gelingt uns einfach nicht, den entscheidenden Schritt nach vorne zu machen. An eine kontrollierte Beeinflussung der Versuchstiere ist nicht zu denken und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Es sind die Strahlenfelder. Es müssen einfach die Felder sein. Sie sind vermutlich nicht konstant genug, um eine gezielte Beeinflussung der Gehirnwellen beim Probanden zu erzielen. Und vielleicht fehlt noch irgendwas, aber es sind bestimmt die Strahlenfelder. Was? War das das Ende? Massimo hat mich von meinen Forschungen abgezogen und mich zurück nach Europa geschickt. Er hat mir zwar versichert, dass ich schnellstmöglich mit neuer Technik zurückkehren soll, aber ich befürchte, dass er kalte Füße bekommt. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, aber gestern haben wir die Arbeit endlich wieder aufgenommen. Massimo konnte von einem ehemaligen KGB-Mann Informationen über die Forschungsarbeit im Tunguska-Gebiet kaufen und meine Auswertung dieser Unterlagen hat ihn überzeugt. Die Russen arbeiten offenbar mit Bruchstücken von diesem undefinierbaren Ding, das 1908 dort explodiert ist. Das Erstaunliche, sie konnten damit bei den Versuchstieren deutlich schwerwiegendere und konstantere Verhaltensänderungen feststellen, als ich in meinen Versuchen. Oh Gott, wie viel ist das? Wenn die Berichte aus Russland tatsächlich der Wahrheit entsprechen, könnten unsere Probleme bald gelöst sein. Mit diesen Bruchstücken müsste es möglich sein, extrem konstante und störungsfreie Strahlenfelder zu erzeugen. Wenn das tatsächlich so ist, könnte dies die Lösung unseres Problems bedeuten. Wir müssen dringend ein solches Artefakt in unsere Hände bekommen. Enttäuschende Nachrichten von Massimo. Der russische Informant hat bestätigt, dass die Russen nur noch über eines der Artefakte verfügen. Die anderen beiden Bruchstücke wurden ihnen angeblich schon in den 70ern von irgendeiner Sekte gestohlen. Ich vermute eher, dass die CIA dahinter steckt. Der Umbau der Anlage ist nun komplett abgeschlossen. Mit den neuen Möglichkeiten bin ich optimistisch, dass eine suggestive Beeinflussung des menschlichen Gehirns gelingen kann. Wenn wir doch nur ein solches außerirdisches Artefakt hätten. Im Zusammenhang mit den Informationen, die uns der russische Informant verkauft hat, das ist wahrscheinlich Oleg oder der andere, bin ich auf einen interessanten Fall gestoßen. Ein junger kubanischer Wissenschaftler, Manuel Perez, soll 1977 bei einer Expedition in die Tunguska-Region dabei gewesen sein. Seitdem leidet er offenbar unter extremen Bewusstseins- und Verhaltensstörungen. Da in dieser Region bereits damals Experimente mit diesen Artefakten gemacht wurden, könnte durchaus ein Zusammenhang bestehen. Ich sollte mich einmal intensiver mit diesem Perez beschäftigen. Massimo ist ein Genie. Er hat in Berlin einen Wissenschaftler gefunden, der sich viele Jahre mit der Untersuchung von diesen seltsamen Artefakten beschäftigt hat. Massimo ist sich sicher, dass wir bei ihm das benötigte Stück finden. Der alte Wissenschaftler ist spurlos verschwunden. Irgendjemand scheint ihn vor unserer Nase entführt zu haben. Jemand, dessen Ziele mit dem unsrigen identisch sind? Aber Massimo hat einen neuen Plan. Er will die Tochter des Wissenschaftlers benutzen, um an unser Ziel zu kommen. Klingt etwas verwegen, könnte aber durchaus klappen. Ich denke auch, ich hatte mich ja eben beim Lesen auch gefragt, ja, was ist denn jetzt nun eigentlich mit dem Papa von Nina? Was hat der denn jetzt?
aber die haben den scheinbar auch nicht. Das sind wirklich wahrscheinlich die Männer in Schwarz, also die Kuttenmänner, die wahrscheinlich dann den Papa von Nina tatsächlich haben. So, und das scheint tatsächlich zu klappen. Sieht das immer so einfach aus. Pümpel auf Glasscheibe, diese mit Diamant angeschnitten und... Es ist tatsächlich so einfach. Tada! So, und dieses Ei bekommt natürlich der Pinguin. Keine Ahnung, von was für einem Tier das ist. Für ein Hühnerei ist es eigentlich zu groß. Aber wer weiß, was die hier in der Station machen. Denen traue ich alles zu. Okay, dann werden wir mal versuchen, der Pinguin-Mama, dem Pinguin-Papa, völlig egal, das Ei jetzt zu bringen. Mal gucken, ob das klappt. Das klappt nicht. Warum nicht? Das ist hier die Frage. Warum klappt das nicht so, wie ich mir das vorstelle? Das ist ja eher uncool. So, okay, da müssen wir mal schauen. Was können wir denn sonst noch machen? Das bringt mich alles nicht weiter. Das bringt mich auch nicht weiter. Gucken wir mal hier nochmal. Ich muss irgendwas mit diesem Waltran machen. Das kann ich nicht einfach so einstechen. Oder ich könnte es... Nee, schneiden kann ich es auch nicht. Wäscheballen. Ein Feuerzeug. Bringt mir nur nichts. Kann ich auch nicht irgendwie auffüllen. Okay, das ist gar nicht so leicht. Also ich denke, ich muss hier angeln. Eisangeln halt. Aber das Problem ist, ich habe da ein Loch. Und das ist nicht offen. Und ich kann es nicht sprengen, denn ich habe keinen Sprengkörper mehr. Wozu brauche ich denn den lustigen Wäscheball? Frotti-Bettwäsche. Naja, wohl. Wir haben jetzt noch das Amulett. Eine stationäre Harpune. Worauf soll ich denn Ja, wir haben irgendwie kein Ziel so wirklich. Die Jacke habe ich komplett ausgeräumt. Bisschen schwer. Ja, und da brauche ich irgendwie eine Abfüllmöglichkeit sozusagen, die ich dann verwenden kann. So, hier habe ich immer noch das Problem, dass ich die Maschine nicht aktiviert bekomme. Das ist generell problematisch. Und hier muss ich die Plattform runterkriegen. Die Plattform hängt zu hoch. Ich komme nicht an die Sachen ran. Jau. Ah, kommen wir da echt nicht irgendwie ran, so mit Trick 17 irgendwie, dass wir versuchen da so... Ich weiß nicht. Vielleicht mit der Angel. Nee, mit der Angel hatten wir es schon probiert. Mit der Bettwäsche. Was sollen wir mit der Bettwäsche machen? Nee, das können wir auch leider nicht rauf. Ach, wartet mal. Ich habe eine Idee vielleicht. Vielleicht, wenn wir von hier irgendwas runterwerfen, dass es dann... Ah, nee. Die anderen Sachen auf der Plattform sind zu schwer, um sie mit der Angel nach oben ziehen zu können. Okay. Vielleicht von hier oben. Nee, was sollen wir denn von hier oben? Von hier oben bringt das, glaube ich, auch nichts. Oder? Doch? Haha! Doch, runterschmeißen! Die Plattform wackelt ein bisschen hin und her, aber sie hält. Ist sie jetzt ein Stück runtergekommen? Nö. Vielleicht muss ich das ja erst beschweren. Warte mal, dann angle ich mir das Ding nochmal. Also, Prinzip ist, glaube ich, richtig. Ach, wartet mal, ich habe vielleicht eine Idee... Wie wir das obwohl. Nee. Also mit dem Wasser klappt es ja, aber vielleicht eine andere Idee. Mit dem Wasser klappt es ja nicht, sonst hätte ich es jetzt nämlich mehr oder weniger in Wasser eingelegt und gewartet, dass es schwerer wird. Aber vielleicht klappt das ja hier mit. Ja, das klappt mit dem komischen Waltran-Zeug. Hauptsache, es ist nass und schwer. Das ist gut. Das ist gut. Jawohl. So, jetzt ist es eklig nass. Die Wäsche hat sich mit dem Tran vollgesogen. Ist tierisch schwer und stinkt auch so. Jawohl. So, dann versuchen wir das jetzt mal dort runter zu schmeißen. Dann sollte ja eigentlich die Plattform uns entgegenkommen. Yes! So hinterlasse ich auch hier eine Spur der Verwüstung. Vor allem, das hört einfach keiner, ne? So, was haben wir denn da? Das reicht für viele Frühstückseier. Salz. Wo soll ich damit hin? Solche Mengen kann ich nicht tragen. Kein Problem, kein. Wir haben ein... Jawohl, wir haben ein Eimerchen. Sehr schön. So, wir haben jetzt Salz... Wofür wir das auch immer brauchen? Also, ja, ich weiß, was wir mit Salz machen können. Wir können halt den Schnee hier wegschmelzen lassen, aber... Welchen Schnee halt, ne? Welchen Schnee? Die Maschine funktioniert deswegen trotzdem... Ah, warte mal. Nee, okay, das passt da leider auch nicht rein. Schade. Okay, überlegen wir mal logisch. Ach, warte mal, vielleicht beim Eisloch. Vielleicht beim Eisloch.
Haha, jawoll. So, das dauert jetzt wohl eine Weile, bis sich das Salz durchs Eis gefressen hat. Okay. Und was mache ich jetzt? Großen Händen. Was mache ich jetzt in der Zeit? Warte ich jetzt? Was mache ich da jetzt? Kann ich da irgendwie was... Kann ich irgendwas mit der Harpune machen? Eine Station. Worauf soll ich... Also mit der Harpune kann sie auch noch nichts anfangen. Okay, dann überlegen wir einfach mal grundsätzlich weiter. So, wir haben jetzt... irgendwann wird das Eis dort schmelzen. Ich muss halt irgendwie hier den Pinguin dazu kriegen, dass er hier das Ei nimmt. Aber irgendwie will er das nicht so ganz. Kann er nicht sonst irgendwie was machen? Kann ich ihn mit einem Flachmann abfüllen oder so? Das ist hier gar nicht so leicht gerade. Wozu brauche ich denn das Schild? Ein hohles Rohr, auf dem ein Vorsicht-Abgrund-Schild steckt. Vielleicht kann ich das ja... Das kann ich hier aber auch mit nichts aus dem Inventar anwenden, ne? Das ist schon so ein bisschen schwierig, weil ich jetzt nicht ganz genau weiß, was ich jetzt noch machen soll in der Zeit, wo das Eis sich da durchfrisst, beziehungsweise das Salz sich durch das Eis frisst. Ah, warte mal. Oh. Das Feuerzeug könnte vielleicht als Blinkerersatz und Blei in einem fungieren. Ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert. Hä? Was? Angel mit Köder? Vielleicht fällt ja ein extrem weitsichtiger Fisch auf diesen Köder rein. Ah! Ach, okay, alles ach, okay, alles klar. Ja, wir haben die Angel schon mal jetzt mit dem Ach. Ja, ich hätte jetzt so ohne Köder, natürlich ist ja dumm, ohne Köder zu angeln. Okay, alles klar, jetzt müssen wir nur noch das Loch hier frei bekommen, aber das dauert halt mega lange. Dementsprechend, was mache ich denn jetzt in der Zeit? Bis es da, kann ich da nicht raufschlagen oder was? Das geht halt nicht. Ist halt super komisch. Kann ich das nicht irgendwie ab... Warte mal, den Gewindeschneider eventuell dafür verwenden? Nee, funktioniert auch nicht mit dem Flachmann. Ich muss ja irgendwie da den Korken abbekommen. Die Frage ist nur, wie mache ich das denn? Habe ich hier noch irgendwas, was mir weiterhelfen könnte? Ich guck mal hier nochmal. Den Schalter, bringt der mir jetzt irgendwas? Nee, oder? Passiert nichts. Vielleicht ist der Schalter kaputt. Ja, das bringt mir absolut gar nichts. Den kann ich da auch nicht reinstecken in die Maschine. Okay, also hier habe ich generell, glaube ich, erstmal nichts. Die Metallspitzen. Das mit dem Aufzug, das irritiert mich noch so ein bisschen. Was muss ich denn damit machen? Sieht aus wie ein Fahrstuhl. Muss ich da einfach nur auf den Fahrstuhl warten? Wahrscheinlich, ne? Ich muss wahrscheinlich einfach nur auf den Fahrstuhl warten, aber... Vielleicht ist es ja auch mehr als das. Vielleicht kann ich ja da das Gewinde, nee, auch nicht durchschneiden. Wieso will ich immer alles kaputt machen? Einmal ranhängen geht auch nicht. So, und hier haben wir halt auch nichts Verwendbares. Leer. Warum wird er mir dann immer noch angezeigt? Okay, die Bedienelemente, damit können wir ja nichts anfangen, ne? Hier sind drei. Ja, okay, das funktioniert so nicht. Ich bräuchte halt auch da eine Videokassette, die ich aber auch wiederum nicht habe. Also das ist gar nicht so leicht. Also man kommt immer so ein Stückchen hier weiter in der Antarktis, aber jetzt gehen wir auch gerade komplett die Ideen aus. Also überlegen wir mal. Wir haben ein Amulett. Das Amulett stellt in etwas abstrakter Art und Weise einen Kopf dar. Einen Kopf. Also das brauchen wir wahrscheinlich erst später für den Raum dort hinten. Wartet mal, haben wir hier noch irgendwie etwas, was wir gebrauchen könnten? Der Brutkasten ist jetzt leer. Die Metallplatte könnte ich mitnehmen, oder was? Ah, okay. Eine Metallplatte. Okay, okay, okay. Wir haben also die Metallplatte zurück. Die Bohrmaschine können wir jetzt auch wieder jederzeit benutzen. Das heißt, wir brauchen sie wahrscheinlich nochmal. Wofür brauchen wir jetzt die Bohrmaschine? Was? Also das Ei aufmachen? Ah, warte mal, vielleicht klappt das ja mit dem Flachmann, dass wir den da... Jawohl, sehr schön. Nice. So, stilvoll entkorkt. Sehr schön. So, dann nehmen wir mit. Die Metallplatte auch. So, wir haben jetzt einen Korken. Ein Korken. Und einen Flachmann. Leer. Alle Mühe war wieder mal vergebens. Okay, ich könnte mir aber vorstellen, dass wir eventuell... dort was reinfüllen müssen dann später. Warte mal, mit dem Schild können wir da... Ne, da kommen wir leider auch oben nicht ran. Und den Haha, wir bauen vielleicht den Druck hier auf. Könnte ich mir vorstellen. Passt sogar halbwegs in den Abfluss.
Da dürfte jetzt nichts mehr durchkommen. Das Problem ist nur, dass das Wasser noch nicht geht, ne? Da kommt kein Wasser raus. Genau, weil der Druck, also ist halt noch kein Druck drauf, also die Maschinen funktionieren halt nicht. Aber die Idee ist gut, dann fließt das Wasser schon mal nicht mehr raus. So, okay. Also das ist ja schon mal okay. Wir sind ein Stück weitergekommen. Ich habe jetzt auch vielleicht eine Idee, was wir mit dem Flachmann machen. Und zwar holen wir uns da diesen, können wir das Salz nochmal mitnehmen? Wir nehmen es mal vorsichtshalber nochmal mit. Vielleicht bringt es ja was, wenn wir mehr raufkippen. Mit dem Flachmann versuche ich jetzt mal grundsätzlich... jetzt ist auf einmal... Moment. Aber geht das? Nee, okay, geht nicht. Okay, alles klar. So, dann versuchen wir es mal. Vielleicht bekommen wir ja wirklich was geangelt. Wahrscheinlich brauchen wir dann den Fisch, den wir da drin angeln werden, für den Pinguin. Na? Kommt da was? Es war einfacher, als ich gedacht hatte. Aha. Ein Exemplar der Gattung Fisch. So, warte, jetzt probieren wir das mal. Geben wir dem das mal. Jawoll! Vielleicht kann ich ihn mit etwas Fisch ablenken. Jau, los, komm, schmeiß hin. Und dann gucken wir mal, vielleicht steht der ja auch auf irgendwas drauf. Oh, ist aber ein großer Fisch. Ja, tatsächlich, er steht auf was drauf. Das scheint aus Metall zu sein. Wieso liegt hier so ein Teil rum? Und wieso versucht der Pinguin, das Ding auszubrüten? Das ist wahrscheinlich die Steuerung. Können wir das ersetzen? Ja, sehr gut. Das ist wahrscheinlich das Bedienelement. Jetzt da hat für die der arme Maschine. Kerl wenigstens eine reelle Chance, dass aus dem Ei auch mal was rauskommt. Ein eiförmiges Ding aus Metall. Ich probiere es mal direkt. Jetzt zum Schluss. Jawohl, nice. Jetzt zum Schluss läuft es dann langsam. Das ist ja super. Passt. Und die Maschine fängt auch wieder an zu arbeiten. Geilo. Okay, dann gucken wir mal. Hat das jetzt, wartet mal, ich denke mal, das hat was. Ich muss jetzt leider noch kurz weitermachen. Das hat jetzt bestimmt den Wasserdruck auch geregelt, oder? Gucken wir einfach mal. Jawohl. Ja, die Wanne ist voll. Juhuhu. Juhuhu. Gut. Wasser mitnehmen? Nein, okay, Wasser sollen wir nicht mitnehmen. Die Frage ist jetzt nur... Was mache ich mit einer Wanne voller Wasser? Es fehlt noch entspannender Badezusatz. Ah, wir haben doch Salz. Komm, nehmen wir Salz. Nee, passt leider nicht. Okay, Silikon vielleicht? Nee, auch nicht. Okay, was wir auch immer mit einer Badewanne voll Wasser tun, wenn ich glaube, ich hatte mal eine Idee. Habe ich die jetzt noch? Was sollen wir denn mit einer Badewanne voll Wasser tun? Aber ich glaube, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen bei der Geheimakte Tunguska wieder. Und bis dahin verabschiede ich mich und sage ciao.